ESG ist mittelständischer Solateur und wir bauen Photovoltaikanlagen für Privatkunden, für Industrie- und Gewerbekunden und Freiflächenanlagen. Dieser Standort hier ist besonders geeignet, weil der Boden für landwirtschaftliche Nutzung eher schlecht ist. Und durch den schlechten Boden ist es im Teilregionalplan erneuerbare Energien vorgesehen, dass solche Flächen für Photovoltaikanlagen genutzt werden dürfen. Für die Umwelt ist es gut, einen PV-Park zu haben, weil wir hier eine Fläche aus der intensiven Landwirtschaft rausgenommen haben. Wir haben hier keine Düngemittel, keine Pestizide. Dieser PV-Park ist nicht maximal mit Modulen überstellt, sondern die mit Modulen überstellte Fläche beträgt gerade mal 63%. Wir haben in diesem Solarpark eine ortsspezifische Ansaat ausgewählt in Zusammenarbeit mit der unteren Naturschutzbehörde, um gezielt die Biodiversität zu erhöhen und im Lauf der nächsten Jahre geschützte Arten hier anzusiedeln. Die Wertschöpfung bleibt in der Region einmal durch die Firmen, die am Bau beteiligt waren. Es waren über 30 Betriebe, die hier mitgeholfen haben, dieses Projekt zum Erfolg zu führen. Die Gewerbesteuer für die Stadt Eschwege natürlich und die Stromerlöse. Der Strom wird mit einem PPA-Modell, mit einem bilateralen Stromliefervertrag an die Firma SMA verkauft. Und die Firma SMA, das ist ein regionaler Arbeitgeber in Niestetal, die versorgen sich damit zu einem Drittel selbst mit erneuerbaren Energien aus diesem Solarpark. Die SMA AG baut Wechselrichter. Wechselrichter sind das Gehirn aller Solaranlagen. Sie nutzen den Strom vom Dach und machen es netzkonform für die Verbraucher, sodass alle das verwenden können. Für den Industriestandort Nordhessen, aber auch für den Industriestandort Deutschland insgesamt, ist Strom natürlich ein ganz kritisches Element. Nicht nur, dass der Strom teuer ist, sondern dass er unvorhersehbar ist. Und mit einem PPA-Vertrag kann man zumindest für die Dauer des Vertrages, 15 oder 15 Jahre, dieses Risiko minimieren und sagen, wir haben hier einen festen Preis, zu dem können wir auch fest planen, so teuer ist der Strom und so teuer auch unsere Produktion. Bei dem PV-Park im Werra-Meißen-Kreis kaufen wir 100% des Stroms ab und nutzen das für unseren Produktionsverbrauch hier am Standort Niestetal. Das hilft der SMA, nachhaltigen Strom zu nutzen, aber auch uns in der Gesamtbilanz nachhaltiger zu gestalten. Das bedeutet aber auch, dass die Produkte, die wir verkaufen, bei der Wertschöpfung schon klimaneutraler sind, als wenn wir das mit einem anderen Strom machen würden.